Da sagen wir doch einfach mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Tobarok und mit dabei ist der Kura. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Am Montag. Am Aua! Modotag. Aua! Ich weiß nicht. Ah. Was machst du denn da für Blödsinn? Ich hab mir gerade... Ich weiß nicht. Ich hoffe, das Ding war nicht... Ich nicht. Ich hoffe, das Ding war nicht rostig. Bin da irgendwie in so eine Metallspitze gelaufen. War nicht rostig. Aha. Holzpicker sind nicht rostig. Metall. Ach so, ja, gut. Die könnten eventuell ein bisschen... Aber das machen wir absichtlich, ne? Ja, also, aber ich habe keinen Bock auf Blutvergiftung und hier abfallende Beine und so. Hast du nicht? Nee. Alter, was haben wir hier für einen Platz noch? Hier ist ja so viel, wir haben ja so viel, Alter, wir können ja so viel machen, ja? Furchtbar. Ich pack durch die Tür. Warum tust du das? Weiß nicht. Aber jetzt habe ich auch noch Hunger. Ich bin eine richtige Memme in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Das kann doch nicht sein. Und wir haben da vorhin noch drüber gesprochen, ne? Wir spielen das jetzt schon... Oh, das war aber knapp. Wir spielen das jetzt schon, was haben wir gesagt, 4 Jahre, ne? Zusammen? Ja, ungefähr. Also das genaue Datum wissen wir ja noch nicht. Nee, das war ja... aber wir zocken so circa 4 Jahre schon zusammen. Das kann man sagen, ne? Das war doch diese Ark-Geschichte vorher, ne? Ja. Ark. Oh Gott. Wir haben Ark gezockt zusammen. Ja, Ark war auch richtig geil, bis wir es übertrieben haben. Bis das Update kam. Nein, das Dülse. Genau. Das Blöde. Ja, kann nicht sein, dass das Spiel noch nicht fertig ist und dann schon DLCs verkauft werden. Genau, das Spiel läuft noch nicht, aber kauft erstmal ein DLC, das ist cool. Arschkarte. Da habt ihr die Rechnung ohne Zova und Kuga gemacht. Ja. Nicht mit uns, ey. Das haben wir echt exzessiv gespielt. Das ist auch mehrfach die Woche gestreamt worden, glaube ich. Ja, wir waren ganz eklig damit. Ja. Hast du eigentlich mal auf die Uhr geguckt? Hab ich. Gut. Verflucht. Ich komme mal rein. In letzter Zeit? Lalala. Sesam, öffne dich. Ich pack mal kurz den Spike hier mit. Du sollst die Tür nicht mit der Kettensäge aufmachen. Ah, nee, Bohrer. Ist der Bohrer. Aber ich habe auch die kleine, feine, dezente Zange, nicht? Mit Strom können wir ja. Naja. Ich würde sagen eher, du kannst, nicht ich kann. Aber Strom hat funktioniert. Pass mal auf, Strom. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir das gebaut hatten. Gott. Fahrtank mal einschalten. Ich mach das mal an. Du läufst mal eine Runde. So, wie ist das mit hier Messing? Ich würde sagen, gar nicht. Okay. Messing ist auch irgendwie dein Lieblingswort geworden. Messing. Ich glaube, das ist jedes zweite Wort, das wir brauchen, ja? Irgendwie? Ja. Immer irgendwie diese schon. Sachen, die wir nicht haben. Auch das. Ach, das ist so doof. Das ist so doof. Was haben wir hier noch? Ein Generator. Oh, hier ein Messbecher. Brauchst du noch einen Messbecher? Wir haben eine Chemiestation. Ja, ist ja gut. Hätte sein können. Warum bin ich denn eigentlich kurz am Verrecken hier? Also jetzt nicht wörtlich gesehen, aber... Das ist, weil du die Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen hast. Das ist genau der Punkt. Pass mal auf, da bin ich total durchgeheilt. Ja, siehste. Naja, Verrecken ist was anderes. Das ist ja noch Hälfte. Ja, trotzdem, ich fühle mich schwächlich. Na, warte, ich schubse dich mal in die Spikes. Dann siehst du mal, was Verrecken ist. Ich wusste, du bist ein Kumpel. Ja. Ich wusste das. So. Ich will dir einfach nur neue Weisheiten nahebringen. Apropos Weisheiten. Ist das mit dem Stromkabel? Läuft das da? Funktioniert das? Kannst du mal kurz testen? Nee, läuft nicht. Hängt ganz straff. So, jetzt müsste das gehen, ne? Nee, ist immer noch angebunden. Echt jetzt? Ja. Hört mal rein, vielleicht geht das ja. Hat nicht geklappt. So.
Wir müssen auch sehen, dass wir hier die unsere Dart-Dinger, die müssen wir morgen noch laden. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, die habe ich aber, glaube ich, schon angeschmissen irgendwo. Die sind schon eigentlich, die habe ich schon gesehen irgendwo. Die waren schon fertig. Da, hier, 1451. Frag mich nicht, warum so eine krumme Zahl. Okay. Aber es wird einen Grund gehabt haben. Wahrscheinlich nicht genug Eisen drin. Höchst, ja, genau. Das könnte sein. Hm. Hier ist noch ein Dart-Pfeil. Falle, Dings. Dings da, dieses Dingsteil. Ich nehme gleich einen Pinsel. Das ist mein Job. Nee, dein Job wandelt sich seit 2 Wochen oder 3 Wochen in Dings. Ach, stimmt, ja. Ja, genau. Ich hab Kloß im Hals, das ist ein Dings da. Dann müsstest du vielleicht mal ein bisschen von diesem schwarzen Heißgetränk hinterher kippen. Ach, stimmt ja. Aus der Dingstasse. Was haben wir wieder an Spaß? Meine Güte. So. Den Bohrer brauche ich bestimmt nicht mehr. Den kann ich mal auslagern. Der müsste doch in die... Naja, wenn wir Material abbauen wollen, ist so ein Materialabbaugerät wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, guck mal auf die Uhr, auf Zeit, auf Tag. Ich glaube, morgen haben wir Horde, ne? Ja, wir müssen ja nur ein paar Spikes setzen. Naja, nur. Na gut, hast recht. Naja, ich habe 800 im Rucksack. Also ist jetzt nicht so, dass wir keine hätten. Ach, du großer Gott. Oh, der Klausi hat subscribed, vielen Dank dafür. Juhu! Vielen Dank! So, was wollte ich jetzt? Ich wollte da was. Ach hier, pass mal, den Lehm raus. Den Lehm aus der Hütte raus haben hier. Sekt weg. Warum tust du das nicht in die Kiste, wo du schon Lehm reingepackt hast? Was habe ich gemacht? Du guckst nach links. Warum habe ich eigentlich Antibiotika in der Tasche? Weiß ich nicht. Ach, wir haben doch die Kiste hier. Wir haben doch die Dingens gelootet. Weißt du? Also du müsstest dich zwischen der ganz linken und der ganz rechten Kiste mal entscheiden, glaube ich. Ich nehme beide. Das habe ich gesehen. Ja, da bin ich so ziemlich frei mit. Und da ist bei dem Einschmelzzeug ist auch natürlich wieder Plant Fibers, was auch sonst. Kann man vielleicht einschmelzen? Pinsel, Fackeln. Hey. Oh, der Lehm. 1909. Schöne Zahl. War das echt jetzt? Ohne Scheiß? Ja. Richtig. Ah, das gibt's ja gar nicht. Das ist doch gefaked von dir. Das war mit Absicht. War das. Oh, warte mal. Wir könnten mal auf dem Dachboden gucken, ob man Blumen pflücken kann. Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe doch irgendwo... Irgendwo habe ich noch Eisen-Spikes gesehen. Wo war das noch? Draußen vor der Tür? Nee. Ich habe irgendwo in der Kiste, warte mal, hier in der, da habe ich gesehen, genau, 250 Stück, die müssen mal verfeilt werden hier. Wir haben noch 250 Eisenspikes. Was machst du da oben? Blumen pflücken. Die fallen hier durch die Decke. Okay. Das ist mehr so ein karate-technischen Abgeschlachte hier. Das sah nur so aus, ich habe eine neue Technik ausprobiert. Ah, okay. Klappt das? Hat funktioniert. Ich habe jetzt 8 gelbe Blümchen, 2 rote. Rote Blümchen haben wir nicht. Okay. 6 Pilzchen, 2 Blaubeeren, 2 Korn, 4 Kartoffeln und 2 weiße Blümchen. Das ist doch wunderschön. Hm. So, ja. Apropos Blümchen. Nee, es hat nichts mit Blümchen zu tun. Wie ist unser Bleistand? Brauchen wir noch mehr Blei? Ist verarbeitet, glaube ich. Ich meine, ich hätte Bullet-Tipps und Shotguns gemacht. Warte mal, haben wir noch Papier? Papier. Bestimmt haben wir irgendwo mit Papier. Aber irgendwo rumliegen noch in irgendeiner Schmiede? Da ist nichts. Ein bisschen Papier. Oh, hier sind noch Dollars. 1669. Kann man das nicht benutzen? Ja klar, musst du nur zum Händler laufen. Der gibt dir bestimmt was dafür.
Nee. Jetzt habe ich alle Kisten durch. Was suchst du denn? Papier. Papier sollte eigentlich, wenn wir Papier haben, in der Munitionsverarbeitungskiste sein. Nee, haben wir nicht mehr. Haben wir nichts mehr. Kein Papier. Ah, das gibt's gar nicht, ne? Messing und Papier. Wie kann das angehen, dass man kein Papier findet? Gibt's ja gar nicht. Halt. Nee, ist kein Papier. Schade. Warum machen wir da Klappen vor? Kann man die nicht offen lassen? Das ist ja furchtbar. Macht ja einen Lärm ohne Ende. Nicht, wenn sie sortiert wären. Wir sind ja sortiert. Wir wissen bloß nicht, wo alles ist. Finde den Fehler. Ja. Ja, Njuk, wir müssen auf jeden Fall raus und farmen, aber... So, aber nicht jetzt. Unserer guten Bewaffnung ist nachts nicht so wirklich gut raus. Bewaffnung? Wir sind top ausgerüstet hier. Ja, an Waffen kann man sich eigentlich wirklich nicht beklagen. Bloß an den fleißigen Dingern, die da raus sollen. Ja, die sind ein bisschen lahm, ne? Oder nicht so, Ja, die Menge fehlt, ne? So weit verbreitet, nennen wir es so. Ja. Das kriegen wir auch bis morgen nicht hin. Aber warte mal, wir haben doch... Lass mal kurz gucken. Wir haben doch... Nee, haben wir nicht mehr. Wir haben keine Molitorf. Die haben nämlich echt gut geholfen, die Jungs. Die braucht Molotow? Man denn noch dafür? Da brauchte man doch Glas, Öl? Molis. Stoff, Benzin, Öl und Gläser. Ich kann doch welche ansetzen. Ja, mach mal. Also, Molotow sind immer gut. Die haben ja echt was gebracht, ne? Oder nicht? Ja. Ja, aber das fand ich. Also das muss ich echt sagen. Hallo, Einsatzfahrt in Chemnitz. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Ja, frohen Fatih-Tag. Hallöchen. Wer Fatih ist? Der Zoo weiß. Quatsch, Vatertag ist... Der ist schon wieder... Plänfer. Zoo war, ich hack dir die Finger ab. Ich hab's da nicht reingelegt. Komm her. Oh. Oh, ich habe einen Tee für dich, das beruhigt. Ja, unfassbar, wie man hier boykottiert wird. Na, nun mal, ne? Warum sind hier 466 Dosen drin? Wofür brauchte man denn die Dosen? Wer hat die denn gemacht? Kuga? Hm? Wer hat die denn gemacht? Ja, aber wofür brauchte man die? Die Dosen. Für Öl, glaube ich. Kann ja. Das sein? Genau, für Öl. Hä, ist ein alter Meckersack, ne? Kann man den nicht rausschmeißen? Nee, das ist Mist. Ja, kann man nicht. Nee, kann man nicht. Ja, kann man nicht. So, ich versuche mal ein bisschen hochzuheilen. Krieg ich das irgendwie hin? Oh mein Gott. Warum geht das jetzt nicht? Bin ich gerade doof oder so? Kein Kommentar. Muss ich das im Rucksack machen? Nee, das muss ich doch in der Chemiebank machen, oder nicht? Hm. Das muss ich im Rucksack machen. Hm. Kann ich das auch an der Werkbench machen? Kannst ja versuchen. Dann geht das doch bestimmt besser. Bestimmt. Genau. Einsatz von Chemnitz. Wir sind schon länger Fatih. Also meine sind auf jeden Fall aus dem Gröbsten raus. Oder das Gröbste fängt an. Oder, naja, wie man es nimmt. Du meinst, du hast noch Hoffnung? Ich habe noch Hoffnung, ja. was machst du jetzt? Du machst jetzt die Mollys, oder was? Oh. Wie viel willst du denn haben? Sag mal, Batteriebank. Wo hab ich jetzt hingeschmissen? Da nicht, aber dahin, ne? Habe ich eine Batteriebank? Doch, tatsächlich da. Die werde ich mir mal einverleiben. Du bist sehr besitzergreifend heute. Das, absolut. Warte mal, die nehme ich raus, nehme ich die dafür. So, die will ich auch noch haben. Dann kann ich nämlich hier noch eine Batterie einbauen, ne? Dann brauchen wir das hier nicht alles mit dem Generator. Dann kann das nämlich auch mit Batterie laufen. Weil wenn die Schwachnasen unten in das Kabel reinlatschen, dann kriegen sie eine ordentliche Ladung. Du könntest natürlich auch einfach eine Solaranlage aufs Dach packen.
Wenn wir eine Solaranlage hätten. Aber, wo ist der Fehler? Hm? Wir haben noch keine gekauft. Nee, hast du schon mal eine gesehen? Ja. Was? Jetzt? Heute? Also. Was? Ja, also heute habe ich jetzt noch keine gesehen, aber ich habe schon mal eine gesehen im Spiel. Ja. Gut. Sehr schön. Du hast mich ja nur gefragt, ob ich schon mal eine gesehen habe. Ja. So. Batterie ist drin. Das ist doch schon mal großartig. Jetzt muss ich bloß kabeltechnisch das nochmal umbauen hier, ne? Dahin, dahin. Und von dahin nach. Die dumme Frage ist, wo kommt denn das Kabel raus? Gute Frage, nächste Frage. Dahin. Schawuppele. So. Haben wir das doch mal verkurbelt? Hat du gut gemacht. Ganz dezent. Jetzt müsste das Ding auch funktionieren. So. Wenn ich den aber jetzt ausmache, ausschalten. Oh, was eine Ruhe. Herrlich. Ich bin fast vor voller Ausdauer. Obwohl ich schon sehr viel gegessen habe heute. Müsste Strömchen. Ah, Strömchen ist da. Wunderschön. So, unser Strom läuft. Funktioniert. Ah, du hast mit Siemens Lufthaken an der Wand befestigt. Ich sehe schon. Ja, ja, die teuren, ne? Die guten. Das hoffe ich doch. Ja. Kein Product Placement. Man könnte auch jeden anderen technischen Hersteller einfügen. Ja, aber die Siemens Lufthaken sind nun mal die besten. Da kannst du sagen, was du willst. Und für den Preis, ne? Der ist unschlagbar. Ja, das stimmt. Also ein Hoch auf die Siemens Lufthaken. Kommt bei mir auch in den Titel mit rein. Oder zack, erstmal einen Link nach Siemens schicken. Hier, habt ihr nicht vergessen zu überweisen? Genau, die haben extra die großen, perfekten Lufthaken angewiesen und angepriesen. Und was ist? Nix. Echt, ey. Das Marketing von dem war auch schon mal besser. Ja, das muss ich auch sagen. Meine Güte. So, aber hält, läuft und, ne, wackelt. Dammig. Du bist durstig. Sag nicht so eine schlimmen Sachen. Dann trink doch was. Ja, das ist also mein Prost. Christöchen. Ja, ja. Ich habe geschlagene 60 FPS hier. Das ist ja Wahnsinn. 62, ich dreh durch. Warum habe ich nur um die 40? Du cheatest doch wieder. Ich? Nö. Jetzt gucke ich dich an, 57. Nein. Na, no, wieder 60. Okay. Ach ja. Einsatzfahrt im Chemnitz, das schreibst du. Der eine kommt langsam raus, die andere ist gerade in die Schule gekommen. Ach, großartig. Also, ja. Da ist aber ein ganz schön großer Gap zwischen. Also meine sind sozusagen auf dem Weg auszuziehen. Was soll ich denn sagen? 75% sind ausgezogen. Das ist nicht richtig. Nee. 66. Gut, 75 sind auch wieder, ne? Eine Hand ist schon raus. Ach so. Bist du nervös? Halbes Stündchen noch. Ja, ist langweilig nachts. Ja, aber. Ich sehe gerade, ich habe immer noch. Warte mal, apropos, langweilig. Haben wir nicht noch Federn irgendwo rumschweren? Nee, ne? Doch, da, guck eine an. Wir haben sogar noch fertige Pfeile. Tatsächlich. Aber ich mache trotzdem mal die. Ich verarzte mal die Federn hier. So, machen wir hier Pfeile. Pfeile, Eisenpfeile, Munition, so, zack. 17? Was? Ich habe kein Holz mehr. Wo ist mein Holz hin? Willst du Holz haben? Ich habe so viel Holz gehabt. Ich habe tausende von Tonnen Holz gehabt. Wo ist denn das ganze Holz hin? Da hast du Holz? Ich habe Holz. Ja, reich mal was rüber. 50-50. Super. Dankeschön. So, 239 Stück. Mach mal. Vollgas. Das ist ja nicht zu fassen. Du hast Spikes gebaut.
vielleicht ist das ja, sonst da. Ja, das stimmt. Kannst, ja. Hast ja recht. So. ich sehe gerade, ich habe noch da zwei Aufgaben. Aber das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Das sagst du irgendwie jede Woche. Ich weiß auch nicht, die werd ich auch nie los. Nee, die wirst du auch nie los. Genauso wie wir die beiden Schatztruhen seit gefühlt Monaten haben und die einfach noch nicht ausgebuddelt haben. Ich glaube, wir sollten da mal hin, ne? Wunderschönen guten Morgen. Mahlzeit, morgen. Käffchen? Würde ich sagen. Prost. Haben wir Käffchen? Ich weiß es nicht. Na klar. Na klar. Hier. Schmeiß da mal eine Tasse auf den Boden, ey. Kollege, ne? So, hier. Ich hab mich verbrannt. Braune Fruchtsaft. Hier, Prösterchen. Prost, ne? Alter, voll unter Strom. Nur läuft der Laden. So. So, was machen wir jetzt? Ach, hier, Speichs, klar. Was eine dumme Frage. Erstmal dumm hier rumstehen. Genau, erstmal so ein bisschen die Lage begutachten. Ach, sag mal, hier fehlt immer noch was. Hier haben wir noch nicht diese Eisengitter, die fehlen uns noch hier drum. Haben wir nicht keine. Ich weiß nicht, wo hier ist. Ich weiß nicht, wo du bist. Haben wir keine mehr, oder was? Ich meine, ich hätte alle verbaut um die Garage drumherum. Okay, aber wir haben hier noch die beiden Seiten. Die haben noch nichts gekriegt. Das ist durchaus korrekt. Ich möchte zustimmen. Da hängt noch nichts. Durchaus korrekt. Wie ist das mit Strom? Ist Strom aus, ja, ne? Keine Ahnung, bin ich nicht durchgelaufen. Okay, ich mach mal lieber Sicherheitshalber aus. Oh, kalickelick. Ich hüpf doch nicht in dein... Aua! Wie? Nix passiert. Ich wollte sagen, du bist in Strom reingerannt. Das kann nicht sein, das ist aus. Die rote Farbe auf dem Bildschirm ist normal. Ich hoffe, der Strom ist aus. Ja, ist aus. Gut. Ach hier, wir müssen dran denken, dass wir die Dartfalle, dass wir die bestücken, ne? Ja. Gut. Ich wollte das nur gesagt haben. Vergessen wir eh. Das ist richtig. Was machen wir jetzt? Eigentlich müsste ich das hier vorne alles dicht bauen mit Spikes, ne? Hier vorne. Du wirst schon wissen, was du machst. Du redest voll in Rätseln, ne? Richtig. Ja. Er muss ja was vorhaben. So, ich hoffe, das gibt jetzt keinen Kurzschluss, weil ich die jetzt überall hier inzwischen baue. Also wir kommen vorne nicht mehr rein. Du kannst doch nicht ganz zumachen, wir müssen doch wieder rein. Das ist mir so ein bisschen, ne? Mi. Ich meine, ich kann mich auch ins Auto setzen und wegfahren, während du mit der Horde kämpfst. Ist auch kein Problem. Ich kämpfe mit der Horde nicht. Warum nicht? Da ist eine Sackgasse. Ja, aber hier sind Lücken in der Sackgasse. Oh, aua! Aua! Gott sei Dank warst du's und nicht ich. Ich hab jetzt schon wieder nur ein halbes Leben, weil ich einmal reingerannt bin. Oh. Also diese Eisendinger sind aber sowas von gefährlich, ne? Ja. Einmal so zack, die Hälfte ist weg. Da müsste man hier wie bei diesen, du kennst doch diese rot-weißen Straßenbegrenzungen. Mhm. Die sind ja auch sehr gefährlich, deswegen haben die ja angekettet. Das müssten wir vielleicht auch machen. Das, ja, glaube ich auch. Wir müssen, ja, solche Sachen müssen wir machen, das nützt alles nichts. Ja, lass uns das mal machen. Das ist ganz gut. Wir platzieren möglichst direkt nebeneinander unter unseren Füßen die Spikes. Genau. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich glaube, warst du da? Du warst nicht fertig, ne? Nee. Nö. Warst nee, du nicht. Weil da war ja plötzlich Nacht. Ganz auf einmal. Ganz auf einmal. Völlig unvorbereitet. Hupila, da war ja Nacht. So. Was ist das hier? Eine Chrysantheme? Nee. Rotes so. Blümchen.
Rotes Blümchen ist entweder Tee oder Farbe. Habe ich das gerade laut gesagt? Oh, wir haben ja noch ein Loch in der Wand, verfluchte Axt. Wie, wir haben ein Loch in der Wand? Wir haben ein Loch in der Wand. Ja, wie Loch? Ja, da fehlt ein Stein. Aha. Na super, das ist ja herrlich. Jetzt habe ich da, naja. Ach, jetzt muss ich reinrennen, neuen holen. Oh Mann, doch. Einmal mit Profis arbeiten. Aber sowas von. Wo ist die Lücke? Ja. Oh. Eieiei. So. Beton. Wir brauchen Beton. Alles klar. So. Oh, hier ist aber... Ja, richtig. Gewildert worden. Warte mal, die Tür zu machen. Sicher. Nicht, dass da... noch jemand durch will. Gottes Willen. Wo denn? Hinten. Hinterm Haus. Hinterm Haus. Hoppala. Ach, so. Lalalala. So. Ich könnte mir echt wahrscheinlich spannendere Sachen vorstellen, als jemand beim Spike setzen zuzuschauen. Eben, das könnte ich auch. Also Leute, abschalten, nicht? Das ist voll langweilig. Spike setzen ist voll langweilig. Da sagen wir doch glatt mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Das war's schon. Wo ist denn der ganze Rest? Naja, egal. Ciao. Welcher Rest? Ja, hier. Abo und Däumchen. Ach so, ja, klar. Glocke. Ja, das ist ein Standard. Das kennt ihr doch schon alles. So, weißt du doch, das auswendig Gelernte. Stimmt. Was war denn das noch? Ja, bis zum nächsten Mal. Das fällt mir dann bestimmt beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss. Ciao.